Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist heute bei einer Yin-Yoga-Session für Beine und Hüfte. Gerade im Yin-Yoga haben wir die Möglichkeit, Spannung, die sich als negative Energie in unseren Beinen und Hüften gesammelt hat, durch das längere Halten der Position und durch die Atmung zu lösen. Komm dazu erstmal im Fersensitz zum Sitzen auf deiner Matte. Streck deine Wirbelsäule einmal ganz lang aus. Bring die Arme nach oben. Und lass die Arme wieder sinken. Öffne dann leicht deine Knie. Bring deine Hände nach vorne und finde in deine erste Stellung dein Balasana. Schließ deine Augen und lass die Stirn sanft auf der Matte abgelegt. Lass dein Becken mal schwer auf die Fersen sinken. Und nutz diese erste Position, um erstmal ganz bei dir anzukommen. Den Rhythmus deines Atems zu finden. Und zur Ruhe zu kommen. Durch das längere Halten der Positionen im Yin-Yoga ermöglichen wir es unserem Körper, wirklich mal runterzufahren, zur Ruhe zu kommen und gleichzeitig aber tief in unsere Muskulaturen, vor allem auch in unser Bindegewebe, unsere Faszien zu gehen, um Spannung, die sich da angesammelt hat, aufzulösen. Gerade am Anfang kann es sein, dass sich dein Körper noch ein bisschen unruhig fühlt oder dass du merkst, dass noch ganz viele Gedanken durch deinen Kopf sausen. Das ist vollkommen normal, das darfst du einfach mal so hinnehmen und dich dabei mit jeder Ausatmung einfach ein bisschen mehr entspannen. Und diese Gedanken loszulassen. Komm dann langsam wieder nach oben, roll dich mal Wirbel für Wirbel auf und beginn jetzt mal deine Schultern zu kreisen. Dreh auch deinen Kopf mal von einer Seite zur anderen. Und komm dann zum Sitzen auf deiner Matte. Bring dein rechtes Bein nach vorne, beug das linke Knie und bring die linke Fußsohle an die Innenseite des rechten Beins. Steig dann mit dem linken Bein übers rechte drüber und schau mal, ob du beide Knie übereinander bringst. Leg deine Hände gerne unter das rechte Knie, damit es nicht überstreckt ist, oder neben dem Bein ab und lass dann mit der Ausatmung langsam deinen Oberkörper nach vorne sinken.
Versuche hier deinen Rücken so lang wie möglich zu lassen und nicht zu rund zu werden. Und lass die Schultern nach unten sinken und den Nacken ganz weich werden. Und nutze auch hier immer wieder deine Atmung, um im Moment anzukommen, um deinem Körper ein bisschen mehr Entspannung zu geben. Schick den Sauerstoff in die Stellen deines Körpers, die sich jetzt noch besonders melden. Und komm dann langsam nach oben. Roll dich nach oben auf, löse deine Beine auf, strecke jetzt das linke Bein aus, zieh das rechte Bein an, bring erstmal die rechte Fußsohle zur Innenseite des linken Beins und bring den Fuß dann oben drüber und schau auch, ob du hier beide Knie übereinander kriegst. Beide Sitzbeinhöcker sollten in der Matte bleiben. Und mit der Ausatmung kannst du dich wieder nach vorne legen. Auch hier kannst du die Hände gerne unter dem linken Knie zusammennehmen, um eine Überstreckung zu vermeiden. Oder sie aber neben dem Bein ablegen. Es kann gut sein, dass sich diese Seite erstmal ganz anders anfühlt als die andere. Das ist vollkommen okay und auch ganz normal. Nutze auch hier wieder die Atmung, um einfach da anzukommen, wo du bist. Langsam spürst du, wie dein Rücken und deine Schultern weicher werden, wie dein Nacken ein bisschen mehr loslassen kann. Und langsam mit dem nächsten Atem rollst du dich nach oben auf, löst die Beine wieder auf und drehst deine Knie mal von einer Seite zur anderen, um die Hüfte ein bisschen zu lockern. Dann schwingst du beide Beine nach hinten und stellst erstmal das linke Bein vorne auf. Und kommst in ein tiefes Lunge. Schau, dass dein linkes Knie genau über dem linken Sprunggelenk ist. Das rechte Knie darfst du weit nach hinten schieben. Beide Hände kannst du einmal auf der Innenseite der Matte abstellen. Vielleicht auf den Händen bleiben, vielleicht auf die Unterarme kommen. Je nachdem, was sich für dich gut anfühlt. Und die nächsten paar Atemzüge darfst du wirklich dafür nutzen, deine rechten Hüftbeuger lang und weich werden zu lassen.
Natürlich darfst du deine Position anpassen, wenn sich was nicht mehr für dich gut anfühlt. Wenn du merkst, du bist vielleicht zu weit gegangen oder nicht weit genug. Aber versuch vor allem auch Stille zu finden. Und dem Körper mal die Möglichkeit zu geben, in diese Ruhe zu finden. Löst dann langsam wieder auf, indem du den Oberkörper erstmal nach oben bringst und dann langsam die Seite wechselst, also das rechte Bein nach vorne bringst. Schau, dass dein rechtes Knie genau beim Sprunggelenk ist. Bring beide Hände wieder nach innen. Spür einmal in deinen linken Hüftbeuger rein, lass ihn lang werden. Schließ gern die Augen wieder. Und finde Stille in dieser Position. Lass deine Atmung richtig langsam und tief werden. Du hast es gleich geschafft, noch ein paar Momente in dieser Position. Und löst dann langsam wieder auf. Bring deinen Oberkörper erstmal ein bisschen höher und schwing beide Beine nach hinten. Setz dich noch einmal zurück ins Balasana, deine Stellung des Kindes. Roll dich dann wieder nach oben und bring wieder das linke Bein nach vorne. Bring beide Hände zur Seite und wandere jetzt mit dem linken Bein zur Mattenaußenkante. Schau, dass das Knie immer noch überm Sprunggelenk ist und lass das linke Knie jetzt einmal komplett zur Seite fallen, auf die Fußaußenkante. Entweder bringst du die Unterarme zum Boden oder du nutzt deine linke Hand, um das rechte Bein hinten zu finden. Finde auf jeden Fall eine Position, die für dich machbar ist und in der du ein paar Minuten aushalten kannst. Du solltest in keinem Fall einen stechenden Schmerz spüren. Ein bisschen unangenehm darf es ruhig sein, denn die Atmung unterstützt uns ja dabei, am Rande der Komfortzone Komfort zu finden und finde dann wieder Stille.
Wenn du merkst, deine Gedanken schweifen ab, dann nutze mal wieder die Atmung, um zurückzukommen in deinen Körper. Löse dann langsam die Position auf, nimm dir dafür genug Zeit. Schwing das linke Bein nach hinten, bring das rechte Bein jetzt wieder nach vorne, wandere mit dem rechten Fuß zur Mattenaußenkante, lass das rechte Knie zur Seite kippen, auf die Fußaußenseite, komm entweder auf die Unterarme oder wenn du es auf der anderen Seite so gemacht hast, beug jetzt dein linkes Knie und versuch mit dem rechten Arm nach hinten zu greifen und deinen Fuß zu fassen. Mach dir aber keine Sorgen, wenn das vielleicht zu anspruchsvoll ist, dann nimm einfach die Version, wo das Bein lang am Boden liegt und du auf die Unterarme kommst oder auch auf den Händen bleibst. Es geht darum, die perfekte Position für dich zu finden. Und die kannst nur du rausfinden, denn nur du bist in deinem Körper. Merkst, wie mit jeder Atmung deine Hüfte und deine Beine ein bisschen lockerer werden. Und dann löst du langsam die Position auf, schwingst dein Bein nach hinten, stellst die Fußspitzen auf und drückst dich einmal in den herabschauenden Hund. Hier. Lass die Beinrückseiten lang werden. Lass den Rücken weich werden. Tief ein und aus durch die Nase. Lass die Schultern von den Ohren weg zur Seite rollen. Und spür, wie die Beinrückseiten lang werden. Und heb dann langsam dein linkes Bein nach oben zur Decke, beug das Knie, bring erstmal ein bisschen Bewegung in die Hüfte und kreise dein Knie in der Luft. Drück dich dann nach vorne und bring den linken Fuß zur rechten Hand und das linke Knie zur linken Hand in deine Taube. Du kannst dich auch auf ein Kissen oder einen Yoga-Block setzen mit dem linken Oberschenkel. Streck das hintere Bein dann aus. Und komm dann nach vorne, entweder auf die Unterarme oder leg dich ganz auf den Bauch, je nachdem, was sich für dich gut anfühlt. Und schließ hier nochmal deine Augen.
Ganz langsam kannst du wieder den Kopf heben. Und langsam aus der Position rauskommen. Wandere mit den Händen nach hinten, stell das hintere Bein auf und streck dann das rechte Bein einmal nach oben, beug das Knie und mach auch hier große Kreise. Und bring dann das rechte Bein nach vorne, rechtes Knie zur rechten Hand und den Fuß zur linken Hand. Finde hier wieder in deine Version der Taube, vielleicht auf einem Kissen, vielleicht auf den Unterarmen. Vielleicht aber auch ganz auf dem Bauch liegend. Vielleicht fühlt sich die Seite auch wieder komplett anders an als die andere. Das ist alles vollkommen okay. Entspann nochmal die Schultern und den Nacken. Und dann sinke einfach tief in diese Position. Bleib noch für einen Atemzug und dann komm langsam wieder aus der Position raus, wander langsam nach oben, schwing die Beine nach vorne und leg dich dann einmal komplett auf dem Rücken ab. Finde in deine Endentspannung dein Shavasana. Lass deine Arme ganz locker an der Seite liegen, mit den Handflächen nach oben. Lass deine Schultern in den Boden sinken und den Nacken lang werden. Lass dein Becken und deine Beine locker und die Füße nach außen fallen. Entspann die Muskulatur in deinem Gesicht, in deinem Kiefer, in deinen Augen und lass die Augenbrauen ganz leicht auseinandergleiten. Und erlaube dir für die nächsten paar Minuten alles loszulassen. Du erlaubst deinem Nervensystem, sich zu regulieren. Du erlaubst der Energie in deinem Körper wieder in die Balance zu kommen.
du erlaubst den Vorgängen in deinem Körper, die für Regeneration und Erholung zuständig sind, von alleine abzulaufen. Und du vertraust darauf, dass du jetzt gar nichts aktiv dafür tun musst, sondern dass dies alles von alleine für dich passiert. Bleib so lange im Shavasana, bis sich das für dich gut anfühlt und wie dein Tagesablauf es zulässt. Und komm dann in deinem eigenen Tempo wieder zurück ins Hier und Jetzt. Öffne deine Augen und hab einen schönen Tag.